Hallo Leute, zurück zu Lucius. Wir machen weiter. Der Titel dieses Kapitels lautet Überdosisdämpfe. Da können wir uns schon mal was denken, was passieren könnte. Wir hören uns mal das Uja-Brett an. Ich dampfe nicht und gehöre zu den Guten. Ich folge deinen Befehlen und kann auch hupen. Ja, dämpfe Auto. Hier so. So, Auto, Moment, aufräumen. Ja. Auto also. Aber bevor wir jetzt eigentlich hier den Missionsverlauf weiter folgen, wollte ich den Müll rausbringen, weil steht ja hier Müll rausbringen, kein Haken dabei. Zähne putzen schon. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, wo ein Müll sein könnte. Das einzige, was sein könnte, ist hier der Küche. Oh, Kekse. Hm, keine Kekse. Was die alles haben, ey, unmöglich. In der Schublade wahrscheinlich, unter der Spüle normalerweise. Tatsächlich. Ja, den bringen wir jetzt mal raus, damit wir auch diese Punkte bekommen. Vielleicht bekommen wir noch mal was. Das letzte Mal haben wir das Uja-Brett bekommen. Ach, schön ist es draußen. Was ich aber auch komisch finde, ist, dass man im Schatten hier nicht den Sack sieht, sondern einfach nur Lucius mit seinen Händen ausgebreitet. Hm. Mülleimer habe ich noch nicht gesehen. Wahrscheinlich steht er auch nicht hier irgendwie mitten im Garten rum. Mülltonnen? Nein, das sind irgendwelche anderen Tonnen. Wieso kann ich doch... Ein Kompressor und ein Geräteschuppen sozusagen mit einem zerlegten Fahrrad und ein Schlüssel. Kann ich aber nicht nehmen. Kein Müll. Eine Säge kann ich nicht vorbeigehen. Hier sind Container. Und rein mit dir. Ah. Mit Telekinese geht das schon. Nein, geh doch rein. Yeah, Hausarbeit erledigt. Aktuelle Benehmenszustand 40%. Oh, wir sind ein ziemlich böser Junge. Kann ich nichts machen, okay. Ja, haben wir bekommen, gut. Dann sollten wir jetzt mal dem Verlauf der Map folgen. Wir sollten hier einmal rum. Ah, Auto. Verräterisch. Ja, da laufen wir jetzt mal hin. Und wir wissen ja nicht, wen wir töten müssen. Das ist auch ziemlich verdächtig. Laufen wir da einfach mal hin und schauen uns mal um. Laufen hier. Ah, genau, hier. Hier kann man auch damit was machen. Vielleicht hängt es jetzt mit dem. So. Slot. Ah, der Chauffeur quasi, okay. Oh, hallo Lucius. Wenn du etwas Zeit hast, könntest du nach der Kassette meiner Band suchen. Ich kann nicht, ich muss hier auf deinen Vater warten. Lol, Alter, bist du irgendwie ganz leicht irgendwie komisch im Kopf? Wo ist denn jemand im Inventar? Das haben wir dir letztens erst gegeben. Hast du die Kassette schon gefunden? Ja, Mann. Nach allem, was wir erlebt haben, ist es nicht schön zu entspannen und tolle Musik zu hören. Boah, jetzt quatsch mich hier nicht voll, Mann. Die haben wir ihn doch letztens erst gegeben. Michael. Michael, der Fahrer, er hat die Musik aufgedreht. Ich muss William irgendwie von der Garage weglocken. Ich meine, hör doch mal. Hey, wenn das nicht der Wunderknabe ist, hast du mein Montiereisen gefunden? Dein Montiereisen? Nein. Werkzeug für Handwerker suchen. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Montier, was, what the fuck, Montiereisen? Wie können wir den hier weglocken? Liegt hier irgendwie nichts, irgendwas, was wir irgendwie benutzen könnten. Ein Hammer, vielleicht hauen wir die einfach die Köpfe ein. Ein Stuhl. Sieht aber nicht so aus. Eine Abzugshaube und sie ist an. Wo führt denn die hin? Ach ja. Und die konnten wir... Wir konnten ja hier irgendwas. Du musst... Ach so. Kann man die nicht irgendwie zerstören oder so? Dagegenhauen geht nicht, oder? Ach, dieses blöde Kreuz.
Geh da weg. Telekinese irgendwie dagegenhauen oder so? So, usch. Nein. Was ich aber jetzt nicht behaupte, dass wir das wieder da rein tun müssen. Das wäre ja eigentlich ziemlich dumm. Nichts passiert. Hey, hörst du das? Ich glaube, die Waschmaschine ist wieder kaputt. Schon wieder, ja. Mhm. Ja, aber das hat doch jetzt nichts mit dem Fall zu tun. Ist das irgendwie... Hä? Ah, vielleicht können wir jetzt irgendwie hier die Gedankenkontrolle anwenden. Kannst du mir mein Montiereisen aus dem Lagerraum holen? Aus dem Lagerraum. Lagerraum war hier. Dann können wir auch gleich mal... Fehlt eine Sicherung. Lagerkäfigschlüssel hatten wir auch doch schon mal. Was dann los? Montiereisen. Ist das hier nicht ein Lagerraum oder so? Er ist jetzt allein in der Garage. Ich könnte mich jetzt um ihn kümmern. Hm. Aber hier, er liegt kein... Hier liegt nichts. Ist hier vielleicht auch noch ein Lagerraum? Oder vielleicht bei den Käfigen. Also bei den Lagerkäfigen da. Ah, hier sind nur Weinflaschen. Ein Besen. Vielleicht weiß er... Ne, hier liegt auch nichts. Hier bei... Wahrscheinlich hier bei den Käfigen. Da müsste doch auch was drin liegen. Also Lagerraum kann ich mir nur so vorstellen. Irgendwie. Oh, wenn Lucius Dickkopf da nicht da wäre, dann könnte man auch mehr sehen. Besser. Da liegt doch was. Zugefallen. Ja, okay. Das war jetzt eigentlich zu einfach. Ja, wir haben seinen Montiereisen-Dingsbums da. Nein, nicht zu. So. Ja, wir machen das dann... Da, mach nicht pst mit... Was ist das? Farbverdünner sollte nicht inhaliert... Also wenn das schon steht, nicht inhaliert, dann sollte er es wahrscheinlich richtig... Möglichst alles bekommen. Dann... Oh, Benzin. Guck mal, will spielen. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik. Ja, das glaube ich auch. Irgendwie... Nein. Mit Chloroform oder so ist es ja quasi. Gibt es hier nicht irgendwie eine Art Tuch oder sowas? Ah, hier liegt da was. Und jetzt kombiniert. Was ist das jetzt? Mit dem Farbverdünner getränkter Lappen. Ui, das kann man sogar hinlegen. Gut. Was mit dem Auto? Ah ne, es war er, oder? Ja. Und jetzt haben wir... Jetzt, chiller mal. Das ist ein Montiereisen. Ja, okay. Danke, Mann. Bitte, Mann. Bitte, Mann. Jetzt irgendwie eine Art Gedankenkontrolle. Es leuchtet sogar ja sehr gut. Will deaktiviert die Klimaanlage der Garage. Und weil es irgendwas mit Dämpfen zu tun hat, machen wir mal die Vorsichtshalber die Tür. Ah, die geht ja von selber zu. Okay, sehr gut. Irgendwie können wir vielleicht weißt ins... Du, die Zeit vergeht mit Musik viel schneller. Dass er jetzt irgendwie... Das Tuch leuchtet. Ah, jetzt aber machen wir nicht schnell genug. Okay. Ich wollte eigentlich ihn jetzt das Auto anmachen, aber... Ich könnte den Lappen mit Farbverdünner trinken und Michael würde ohnmächtig, ohne dass Will etwas gemerkt hat. Ich glaube, ich muss hier kreativ werden. Ja, der wird doch jetzt halt irgendwie benommen, oder? Michael wurde ohnmächtig. Falle. Falle tief. Utz. Und jetzt? Müssen wir jetzt selbst das Auto anmachen? Geht das irgendwie? Also ein Auge... Ah... Telekinese.
Wumm. Ha. Müssen wir nicht mal selber anmachen. Und er ist down. Nein, Sir. Ich habe nichts gesehen. Ich war im anderen Raum und habe die Waschmaschine repariert. Als ich zurückkam, lief das Auto und er lag auf dem Boden. Nochmal langsam. Sie waren im Raum nebenan und haben nicht gehört, wie das Auto von selbst ansprang? Nein, Sir. Ich habe wegen der Musik nichts gehört. Ich weiß, das klingt komisch, aber es ist die Wahrheit. Ja, klar. Schön, das können Sie dem Richter erklären. Ich werde den Deputy herholen. Ich will nur sicher gehen, dass Sie nichts Dummes anstellen. Die Kamera ist nach oben geschwenkt, da war doch was, oder? Jetzt kommt Will, Michael. Ich kann den Wagen mit meiner Willenskraft starten, ohne dass er die Musik übertönt. Und Will es hört. Aber die Dämpfe bleiben einfach nicht drin. Ich muss etwas dagegen tun. Haben wir doch, oder? Da liegt er doch. Ja. Okay. Die Polizisten kommen bald. Ich muss schnell handeln. Die Kamera ist nach oben geschwenkt. Ist da irgendwas? Da ist was. Kann man noch mit dem reden irgendwie? Nein. Ja, tatsächlich. Kann man das irgendwie aufmachen, oder? Tatsächlich. Geh auf. Oh oh. Anzünden oder so. Alle hier mal durchchecken. Fähigkeiten doch. Irgendwie anzünden sich selbst oder so. Das geht nicht. Ich versuche einfach jetzt mal alles. Oh. 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 Brenne.